Das Teil, was wir uns heute ansehen, ja, da haben wir lange drauf gewartet. Den AMD Ryzen 9 7950X 3D. Die zu erwartende schnellste Gaming-CPU der Welt. 3D bedeutet nämlich, dass hier AMDs Technologie, der 3D V-Cache, zum Einsatz kommt, der dazu führt, dass eine Mittelklasse-AMD-CPU der letzten Generation, nämlich der AMD Ryzen 7 5800X 3D, ganz oben mitgespielt hat. Und was das jetzt für Zen 4 bedeutet, das habe ich mir für euch mal ausführlich angesehen. Lasst uns einfach mal drüber schauen. Erstmal geht an der Stelle ein Riesendank an Alternate raus, denn ohne die hätte ich heute, einen Tag vor Launch, leider keine CPU gehabt und ihr keinen Test. Denn ich weiß nicht, warum es zum Launch immer schwierig ist, eine AMD-CPU zum Testen zu bekommen, aber mich hat das viel Herumtelefoniererei gekostet. Am Ende habe ich zum Glück eine von den Jungs und Mädels von Alternate bekommen, deshalb lasst da gerne mal ein bisschen Liebe da. Ich meine, die sind 30 Jahre am Markt und seit 25 Jahren Online-Händler mit einem sehr breiten Angebot aus unterschiedlichsten Produktkategorien. Für uns ist natürlich der Fokus auf Hardware, Peripherie und Gaming-Zubehör wichtig. Es gibt aber auch PCs, Notebooks, Unterhaltungselektronik und noch viel, viel mehr. In der Regel erfolgt der Versand innerhalb von 24 Stunden und so schnell war zum Glück die CPU auch hier. Und sie bieten einen wirklich guten Support via E-Mail, Telefon oder Social Media. Link zu Alternate findet ihr in der Videobeschreibung. Aber jetzt mal zu dem Teil hier. Der Ryzen 9 7950X 3D bzw. die 3D-CPUs sind genau das, worauf viele Leute gewartet haben. Und einige, die sich hier nicht so sehr mit Hardware beschäftigen, werden sich jetzt fragen, was heißt dieses 3D eigentlich? Lasst uns dafür mal in die technischen Daten schauen, denn er sieht fast aus wie ein normaler 7950X. 16 Kerne, 32 Threads, einen Boost-Takt von 5,7 GHz. Einen etwas niedrigeren Basistakt, aber hier ist der Punkt. Die doppelte Menge an L3-Cache. Und genau das ist auch das, was die CPUs ausmacht. Der sogenannte 3D-V-Cache. Warum ist der jetzt aber so entscheidend? Ganz einfach, die Zugriffszeit für die CPU an sich beträgt für den Cache gerade mal 10 Nanosekunden. Möchten die CPU-Kerne auf den Arbeitsspeicher zugreifen, dann beträgt die Zugriffszeit da einfach mal das 8- bis 10-fache. Wie bekommt AMD jetzt aber so viel Cache in eine CPU? Einfach gesagt, stapeln sie mehr oder weniger den Speicher, daher kommt wahrscheinlich auch der Name 3D-V-Cache. Aber wir halten einfach mal fest, mehr Cache, geringere Zugriffszeiten, mehr Leistung. Und genau das kennen wir ja schon vom alten AMD Ryzen 7 5800X 3D. Jetzt gibt es hier aber so ein kleines Problemchen, und zwar das Chiplet-Design. Ja, und jetzt fragen sich wahrscheinlich auch wieder einige Leute, was bedeutet das schon wieder? Grundlegend ist der Prozessor so aufgebaut, dass sich die CPU aufteilt in zwei Kernkomplexe, also wirklich zwei Komplexe mit CPU-Kernen. Und dabei hat der eine Kernkomplex Zugriff auf den 3D-V-Cache, der andere allerdings nicht. AMD sagt zwar, dass beide sogenannte CCX, so nennt man diesen Komplex, in Kombination zwar die perfekte Balance mit beiden Vorteilen liefern. Fakt ist aber, genau genommen könnte man sagen, ihr bekommt eine halbe 3D-V-Cache-CPU. Das hat also so ein bisschen was von Hybrid-Architektur, die wir ja auch bei Intel kennen. Warum ist das ein Problem? Naja, das sieht folgendermaßen aus. Euer Betriebssystem muss den Kernen ja eine bestimmte Zuweisung machen. Wenn euer Betriebssystem jetzt aber beispielsweise den Kernen ohne 3D-V-Cache ein Game zuweist, dann bringt euch das nicht unbedingt viel. Dafür hat AMD aber einen neuen Chipsatztreiber geliefert und naja, einen Command, der in der Kommandozeile eingegeben werden muss und quasi mehr oder weniger die Zuteilung konfiguriert. Das hat bei mir eine geschlagene halbe Stunde gedauert. Für mich als Tester okay, für den Endkunden meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Einen neuen Chipsatztreiber installieren, kein Problem, aber sowas in der Kommandozeile eingeben, damit die CPU so performt, wie sie performen sollte, muss das wirklich sein? Und wie so oft vor einem Launch war das hier leider auch ein Krampf, denn klar, auch ohne BIOS-Update laufen die X3D-CPUs auf euren X670 oder B660 Brettern. Das Problem ist nur, dass die ohne BIOS-Update eben noch nicht optimiert sind und deshalb sollte man ein BIOS-Update machen, den Chipsatztreiber neu installieren und die Konfiguration in die Kommandozeile eingeben. Und ich wollte diesen Test auch erst auf einem Asus TUF X670 machen, das war ein Board, was ich noch hier hatte, dafür habe ich von Asus auch ein BIOS bekommen. Allerdings war das eben noch ein Beta-BIOS. Ist auch klar, denn die Boardpartner müssen für alle BIOS-Versionen von jedem Mainboard das entsprechend optimieren und damit hatte ich leider nur noch
noch Bluescreens. Von AMDs Seite aus gab es genau 4 funktionsfähige BIOS-Versionen für 4 Mainboards von Gigabyte, Asus, MSI und ASRock. Und thank God hatte ich zufällig ein Gigabyte Aorus X670E Master hier. Ein Board, für das ein BIOS direkt von AMD verfügbar war. Ich sag euch, wie es ist. Dieses Board hat mir den Arsch gerettet und auch den Test. Denn andernfalls wäre der Test heute ausgefallen und wäre vielleicht in einer Woche oder so gekommen. Hätte ich das von Anfang an gewusst, dann hätte ich auch das entsprechende Board besorgt. Das hätte man mit einer etwas besseren Kommunikation auch lösen können. Gut genug gelabert, was bringt der 3D V-Cache jetzt leistungstechnisch? Verglichen habe ich den 7950X3D genau gegen 2 andere CPUs, und zwar den 7950X Non-3D und den Intel Core i9-13900K. Wer wissen will, was ich genau für die Tests an RAM und Co. verwendet habe, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Insgesamt habe ich 10 Games aus unterschiedlichen Kategorien getestet, daneben auch noch synthetische Benchmarks, den Cinebench, haben mir die Leistungsaufnahme, Effizienz und die Temperaturen angesehen. Die 3D-Mark-Benchmarks lasse ich heute aber mal völlig außen vor, weil die in dem Zusammenhang wirklich uninteressant sind. Bei 3 Games habe ich mir aber insgesamt 4 Auflösungen angesehen, denn ich glaube, ich muss hier nochmal erklären, dass CPU-Tests grundsätzlich in 720p und hohen Settings gemacht werden, einfach damit wir nicht im Grafikkartenlimit landen. Nur so erkennt man die größten Unterschiede, wenn es um die Gaming-Leistung von CPUs geht, und da ist auch der springende Punkt. So spielt niemand. Und da ist dann die Frage, wie wichtig die CPU auf einer realistischen Auflösung dann wirklich ist. Denn schauen wir in Assassin's Creed Valhalla rein, dann ist die 3D-CPU auf 720p noch gute 14,5% schneller als der 7950X ohne 3D und immerhin 3% schneller als der 13900K. Aber schon auf Full HD werden die Abstände zwischen den CPUs wesentlich kleiner und ab QHD performen alle 3 CPUs fast identisch, wobei man da einen kleinen Vorteil der 1% Lows beim X3D bemerkt. Und in UHD performen alle 3 CPUs eigentlich fast identisch. In Cyberpunk legt der neue X3D nochmal gute 17,5% im Gegensatz zur älteren Variante drauf und auch nochmal fast 8% auf den 13900K. In Full HD sieht es ganz ähnlich aus, und auch wie bei Assassin's Creed sind QHD und UHD eigentlich wieder so nah beieinander, dass das gar keine Rede wert ist. Auch Horizon Zero Dawn habe ich mir auf den 4 Auflösungen angesehen, gerade weil AMD ja sehr mit dem Titel wirbt, und hier sah man schon beim 7950X ohne 3D V-Cache, dass der gute 20% schneller ist als der 13900K. Der X3D liegt da nochmal gute 5% obendrauf, und das ist auch das einzige Game, in dem sich wirklich Unterschiede bis QHD zeigen. Auf UHD performen aber wieder alle CPUs sehr, sehr ähnlich. Das wollte ich euch einfach zeigen, damit ihr versteht, wir reden hier von messbaren Unterschieden, meistens in 720 oder 1080p. Auf höheren Auflösungen ist das relativ egal, weil die Grafikkarte hier limitiert. Die anderen Games habe ich mir dann aber in 720p und Ultra angesehen. Grundsätzlich sehe ich bei fast allen Games eine Verbesserung in den 1% Lows. Das bedeutet, am Ende gibt es nicht mehr so dramatische Frame Drops und die Frames im Allgemeinen laufen auf der X3D-CPU deutlich stabiler als mit der alten Variante ohne 3D V-Cache. Neu im Testparcours ist jetzt Hogwarts Legacy, weil ich gesehen habe, dass das Game ein absoluter Hardware-Fresser ist. Auch diese wirklich starken CPUs sind in dem Game in jedem Fall gefordert, aber hier macht der 3D eine sehr, sehr gute Figur, muss man sagen. Wirklich beeindruckend ist der Sprung aber bei Shadow of the Tomb Raider. Fast 18% schneller als der 13900K und 27% schneller als der 7950X ohne den 3D V-Cache. Wirklich beachtlich. Ganz ähnlich verhält sich der Leistungssprung auch bei Rainbow Six Siege. Über 18% schneller als Intels Flaggschiff und 35% schneller als der alte Ryzen 9 7950X. Das ist also in der Theorie wirklich schon ein sehr, sehr schöner Leistungssprung. Jetzt kommt aber Folgendes. Es ist nämlich nicht in jedem Titel so. Nehmen wir zum Beispiel mal unseren guten alten Toaster-Test, also CSGO. Da ist der Ryzen 9 7950X3D nämlich die langsamste CPU. Fast 10% langsamer als der Intel Core i9-13900K. Aber er ist hier sogar langsamer als die alte CPU ohne 3D V-Cache. Ähnlich zeichnet sich das auch in Fortnite ab. Hier ist die CPU zwar im Verhältnis wieder etwas schneller, aber trotzdem fast 6% langsamer als der Intel Core i9-13900K und auch langsamer als AMDs altes Flaggschiff. In Far Cry 6 kann er sich in Bezug auf die Average FPS zwar nicht die Spitze sichern, aber schaut mal auf die 1% Lows. Da hat sich im Gegensatz zur Version ohne 3D V-Cache enorm was getan. Bei Call of Duty Modern Warfare 2 sind alle 3 CPUs eigentlich wieder fast gleich schnell, auch auf 720p, was man aber bei dem 7950X 3D merkt, die
Die 1% Lows sind hier nochmal wesentlich besser als beim 7950X und auch besser als beim 13900K. Dennoch fand ich es erstaunlich, dass diese CPU eben nicht in jedem Benchmark die schnellste ist, um es mal so zu sagen. Interessant wird es jetzt aber an einem ganz anderen Punkt. Thema Effizienz. Der CPU-Test Cinebench lastet die CPUs ja so richtig aus. Ich meine, hier ziehen sie auch am meisten Strom aus der Dose. Die Multicore-Performance ist hier zwar ein bisschen langsamer als beim 7950X Non-3D und dem 13900K kann in dem Test leistungstechnisch keine CPU das Wasser reichen, liegt aber eben daran, dass der All-Core-Turbo-Takt ein bisschen niedriger ist beim X3D. Wenn wir aber mal Punkte pro Watt ausrechnen, ich meine, schaut euch mal an, wie effizient der X3D ist. Fast doppelt so effizient wie der 13900K, was eben daran liegt, dass er hier auch eine Leistungsaufnahme von gerade mal 138 Watt hat. Der 13900K hat 320 Watt. Auch beim Gaming ist der Prozessor wesentlich effizienter, fast doppelt so effizient wie der 7950X und weit mehr als doppelt so effizient wie der 13900K, weil auch hier der Stromverbrauch erheblich niedriger ist. Und auch die Temperaturen sind beim 7950X3D wesentlich entspannter als bei der Non-X3D-Variante, einfach weil, naja, weniger Leistungsaufnahme, weniger warm und so. Aber was bedeutet das jetzt am Ende? Also ja, in vielen Fällen ist der Ryzen 9 7950X3D wirklich verdammt schnell und auch schneller als das, was Intel da am oberen Ende der Fahnenstange anzubieten hat. Das finde ich aber, um ehrlich zu sein, wesentlich weniger wichtig als vielmehr die Tatsache, dass er so ungemein effizient ist. Ich meine, das ist schon echt beeindruckend. Und trotzdem bin ich enttäuscht und ich erkläre euch jetzt auch warum. Weil ich schon wieder das Gefühl habe, dass AMD hier etwas auf den Markt wirft, was einfach noch nicht so richtig fertig ist. Müssen die Kunden jetzt wirklich einen Command in der Windows-Eingabeaufforderung machen, damit die Verteilung der CPU-Kerne so abläuft, wie sie soll? Denn ohne das hatte ich sehr unkonstante Ergebnisse. Bei Rainbow Six Siege schieß das mal rund 100 FPS in den 1% Lows und mal 400. Das ist eine Differenz von 75%, das kann doch nicht sein. Zum Launch sollte eine CPU einfach konstant laufen und so laufen, wie intendiert, finde ich zumindest mal. Vielleicht wird das ja über ein Windows-Update gelöst, aber das, finde ich, kann man den Kunden einfach nicht zumuten. Weil reden wir mal über die Geschwindigkeit der CPU, dann wird sie wirklich relevant auf 720p und vielleicht noch 1080p. Ich habe mich aber noch über eine andere Sache geärgert, weil AMD released jetzt erstmal die beiden dicken Modelle. Denn der 7800X3D, der wird morgen noch gar nicht an den Verkaufsstart gehen. Das wäre doch eher interessant, eine Midrange-CPU, die ganz oben mitspielt. Denn High-End ist langweilig und vor allem teuer. Und ich habe mich vor dem Test auch mit einigen Leuten unterhalten und Roman hat noch einen Punkt eingebracht, den ich in meiner Kritik auf jeden Fall gar nicht bedacht hatte. Denn wenn man mal ans Übertakten denkt, dann ist eher so die Nummer 1, die einem in den Kopf kommt und so wie es aussieht, ist direktes Overclocking mit dem X3D gar nicht möglich. Roman meinte zu mir, dass das Argument von AMD in der Hinsicht sei, dass das die Lebensdauer der CPUs verkürzen würde, was aus seiner Sicht am Ende gar keinen Sinn ergibt. Also ein bisschen schade ist das eben für die, die gerne übertakten. So, das war jetzt sehr ausführlich. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ab damit unten in die Kommentare. Aber schreibt mir auch gerne mal, was ihr zu meiner Kritik denkt. Vielleicht denkt ihr ja anders, vielleicht denkt ihr ja genauso, aber das ist so mein Gedanke dazu. Denn eigentlich ist das eine geile CPU, aber irgendwie schon wieder das Gefühl, dass die noch nicht so richtig fertig sind und ich weiß sie auch nicht so richtig einzuordnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen in nördlicher Richtung, weil ich habe das ganze Wochenende getestet. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.